Das Zwischenahner Meer ist die Perle des Ammerlandes. Der drittgrößte See in Niedersachsen ist nicht nur ein Paradies für Segel- und Surfliebhaber, sondern auch das Zuhause von Enten, Reihern und Möwen. Im schilfumsäumten Wasser tummeln sich zahlreiche Fischarten. Für Angler ein Eldorado. Einzig ein Lebewesen geht ihnen weder ins Netz noch an den Haken. Der Sage nach lebt hier ein uralter Wels, der immer mal wieder in der Presse sein Unwesen treibt. Die Weiße Flotte bringt die Gäste von Anlegestelle zu Anlegestelle, von einem Ufer zum anderen. Vorbei geht es an der restaurierten Mühle, im beliebten Kurpark, am Ufergarten und der St. Johanneskirche. Erster Halt ist Rostrup. Hier gilt es, den Park der Gärten, einst Thema der ersten niedersächsischen Landesgartenschau, zu erkunden. Auf 14 Hektar finden die Besucher mehr als 40 Themengärten. Tipps, Anregungen, Spielanlagen und Kulturveranstaltungen machen den Park zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie. Aber weiter geht es mit dem Fahrgastschiff zum Nordufer nach Dreibergen, ebenfalls ein lohnenswerter Stopp. Genießen Sie im nostalgischen Ambiente das gastronomische Angebot. Das Gelände ist wunderbar für ein Picknick geeignet, genügend Platz zum Toben gibt es auch. Hier am Meer hat sich die Gemeinde Bad Zwischenahn zu einem beliebten Kurort und Moorheilbad entwickelt. Das gesunde Reizklima durch die Nähe zur Nordsee, die Parklandschaft mit den redgedeckten Ammerländer Bauernhäusern und die vielen kleinen Geschäfte entlang der Einkaufsmeile garantieren einen gelungenen Urlaub. Restaurants und Cafés gibt es in Hülle und Fülle. Wenn es kühler wird, ist das Regionalgericht Grünkohl mit Pinkel und Kochwurst ein Muss. Andere typische Spezialitäten sind der geräucherte Smortaal und der Ammerländer Schinken. Beides sind auch beliebte Mitbringsel für die Lieben daheim. Gerne kommen die Gäste, um sich in den Wellness-Einrichtungen vom Alltag zu erholen. Überhaupt bietet Bad Zwischenahn viel Abwechslung. Golf oder Minigolf, Reiten oder Tennis, Sie haben die Wahl. Besonders beliebt sind die gut ausgeschilderten Wege, die auf 380 Kilometern zu Wanderungen und Radtouren einladen. Oder wollen Sie lieber bequem die Region erkunden? Seit neuestem fährt die kleine Bahn Emma durch den Ort. Vielleicht wagen Sie einmal Ihr Glück in der Spielbank Bad Zwischenahn. Dem Freizeitvergnügen wird kein Ende gesetzt. Ein Höhepunkt des Jahres sind die blühenden Rhododendren. Von Mai bis Juni zeigen sie ihr farbenprächtiges Schauspiel. Veranstaltungen wie die Zwischenahner Woche und der Markt im Advent mit seinen Lichterwochen sind bei Gästen und Einheimischen fester Bestandteil ihres Terminkalenders. Theateraufführungen, Konzerte, Ausstellungen, in Bad Zwischenahn gibt es immer etwas zu erleben. Was Sie nicht vergessen sollten, fragen Sie doch einmal nach dem Ammerländer Löffeltrunk, Tradition der feinsten Art. So, ich sehe die. Das freut mich. Ich suche die Tau. Da do. Prost. Prost. Zumwohl. Zumwohl. Und denke das wieder, ich habe die Toesorten. Hast einen Rechten droppen. Und so wie das immer dann. So schallt das auch wieder dann. Jawohl, sehr zum Wohle.